Naja, nicht so gut. Erstens darf man nicht vergessen, das Scheitern des Staatssozialismus, da hatte ja die Linke ihre Chance, eine Alternative zum Kapitalismus zu schaffen, sitzt tief. Führt auch zu Misstrauen in der Bevölkerung gegenüber den Linken. Darf man alles nicht unterschätzen. Davon hat sich die Linke überhaupt noch nicht erholt. Das Zweite ist, dass die Leute uns Demokratie zutrauen und Opposition, aber misstrauisch sind, wenn wir denn die Mehrheit haben. Ob wir Macht auch wieder hergeben. Also ob wir uns nur wählen lassen oder ob wir uns auch abwählen lassen. Hier muss die Linke mehr Vertrauen noch in der Bevölkerung herstellen, indem die Geschichte sehr konkret und so aufgearbeitet wird, dass man uns das abnimmt. Und das Dritte ist, dass sich die Linke im Augenblick dadurch selber schwächt, dass es eben einen Teil gibt, der will vorwiegend nationale Antworten und einen Teil gibt, der will vorwiegend internationalistische Antworten. Das ist das Problem. Und das ist ja auch ein wachsendes Problem in der deutschen Linken und ist auch ein wachsendes Problem in der europäischen Linken und macht die Linke nicht stärker. Deshalb ja auch mein Appell, darüber hinwegzusehen, da man sich ja in der Kritik an der EU wieder einig ist, also diese Gemeinsamkeiten hervorzuheben, um eben einen gemeinsamen Kampf führen zu können. Also der Punkt ist der folgende. Die EU ist so neoliberal wie ihre Mitgliedsländer. Das wird immer so getan, als ob die das selbstständig geworden ist. Deutschland ist neoliberal. Großbritannien ist neoliberal. Scheidet zwar jetzt aus der EU, aber trotzdem. Macron versucht jetzt den Neoliberalismus in Frankreich durchzusetzen. Was ist jetzt der Unterschied? Wenn ich gegen den Neoliberalismus in Deutschland ankämpfe, sind wir stark genug? Schaffen wir das nächste Woche? Offenkundig nicht. Natürlich ist es in der EU genauso schwierig wie in Deutschland. Aber das ist doch für mich kein Maßstab. Ich kann doch nicht sagen, weil das da so schwierig ist, ziehe ich mich aus Europa zurück. Dann kann ich auch sagen, weil es weltweit so schwierig ist, ziehe ich mich auch von der Erde zurück. Wohin? Auf den Mond oder was? Wir leben in dieser Menschheit, wir leben auf diesem Kontinent und wir leben in diesem Land. Und überall müssen wir für Veränderungen streiten. Und natürlich brauchen wir auch ein anderes Verhältnis zu Russland. Also ich sage immer, gegen die These kaum reformierbar, das gilt auch für die Länder. Das ist nicht neu. Die Linke ist schwach, das ist wahr. Aber wir werden nicht dadurch stärker, dass wir einen nationalen Weg gehen. Ganz bestimmt nicht. Beides. Wir müssen in Europa und in unserem Land kämpfen. Was eine neue Gesellschaft betrifft, da muss man lernen, das, was der Kapitalismus kann, zu übernehmen und was er nicht kann, zu überwinden. Es hat keinen Sinn, so zu tun, als ob man alles überwinden will. Das ist auch falsch. Der Kapitalismus zum Beispiel kann eine effiziente Wirtschaft machen. Die kann auch große ökologische Schäden anrichten. Das muss man wiederum verhindern. Aber erstmal die Effizienz. Das Zweite ist, die Wissenschaft ist eine Top-Wissenschaft und Forschung. Es gibt eine Top-Kunst und Kultur. Übrigens hervorgebracht vom Kapitalismus. Die ist sehr kapitalismuskritisch. Aber er bringt sie ja hervor. Und dann gibt es lauter Sachen, die er nicht kann. Er kann keinen Frieden sichern, weil an Kriegen zu viel verdient wird und weil es immer um den Zugang zu Ressourcen geht. Also brauchen wir eine Veränderung, die Kriege verhindert, richtig verhindert. Das Zweite, was er nicht kann, er kann keine soziale Gerechtigkeit herstellen. Er tendiert immer dazu, in wenigen Händen den Reichtum zu konzentrieren und die Armut zu verbreiten. Drittens hat er große Schwierigkeiten mit der ökologischen Nachhaltigkeit. Klimawandel, alles. Weil immer Wirtschaftsinteressen dagegen sprechen. Und letztlich führt er nicht zur Emanzipation des Menschen. Das ist das Entscheidende. Ergo müssen wir das alles überwinden. Aber Elemente, die stimmen und die funktionieren, die muss man sagen, ja, die behalten wir bei. Ich sage zum Beispiel für die Eigentumsstrukturen in der Wirtschaft Folgendes. Die großen Konzerne und Banken sind viel zu mächtig. Die müssen vergesellschaftet werden. Verkleinert oder vergesellschaftet werden. Da kann auch so öffentlich-rechtliches Eigentum wie Sparkassen daran bestehen. Muss gar nicht alles staatlich werden. Kann man auch anders machen. Öffentliche Daseinsvorsorge muss immer in öffentlicher Verantwortung und in öffentlichem Eigentum stehen. Ein Krankenhaus soll sich nicht in erster Linie rechnen, sondern in erster Linie für Gesundheit zuständig sein. Und alles, was dazwischen ist, das darf privat oder genossenschaftlich organisiert werden. So, wenn man sich zum Beispiel auf ein solches Modell verständigte, dass man
eine unbeherrschbare ökonomische Macht verhindert, dass die öffentliche Daseinsvorsorge wirklich in öffentlicher Hand ist und dass es dazwischen eben auch Marktelemente gibt etc., wäre das zum Beispiel schon eine neu angedachte Struktur. Es gibt übrigens noch ein Element, das wir unbedingt erreichen müssen, von dem wir meilenweit entfernt sind. Das ist den gleichen Zugang zu Bildung, Kunst und Kultur für alle Betroffenen, vor allen Dingen für alle Kinder. Wir grenzen hier in Deutschland sozial aus, das ist nicht hinnehmbar. Also es gibt viele Veränderungen, die wir anstreben müssen, aber es gibt auch Elemente, die funktionieren und die wir übernehmen müssen.